Hi, für dieses Video durfte ich diese neue hochwertige Trainingsbank von Kingsmith testen. Mit der eleganten Kraftstation kannst du jeden Muskel in deinem Körper trainieren und das von zu Hause aus. Auch heute habe ich einen Rabattcode für dich, falls du dir das Modell zulegen willst. Dazu gleich mehr. Aber lass uns vorne anfangen. Wie von Kingsmith gewohnt, kam die Bank super verpackt an. Alle Zubehörteile sind nochmal separat in Styropor verpackt und gut geschützt. Als Zubehör bekommst du 4 Widerstandsbänder. Die hellen haben 8 kg und die dunklen 16 kg Zugwiderstand. Passend dazu gibt es eine Langstange, die mit Gummi umzogen ist. Dann gibt es 2 3 Kilo Hanteln, 2 Griffe für den integrierten Seilzug, einen Balancearm für die Beine und Füße und eine Boxbirne inklusive Pumpe. So, das Wichtigste zuerst. Jetzt schauen wir uns die Trainingsbank und das Zubehör genauer an. So, hier haben wir jeweils auf beiden Seiten eine Vorrichtung für die 3 Kilo Hanteln. Können wir einfach hier einhängen. So und so. Und ja, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Hier haben wir die Hauptzugstange. Die kommt in 2 Teilen und wir haben hier vorne auf dem Verschluss noch einen Schutzgummi. Den können wir einfach abdrehen. Und dann haben wir hier die 2 Verbindungsstücke. So, hier haben wir auf beiden Seiten jeweils eine Vorrichtung, an dem wir unser Zubehör montieren können. Einmal hier den Beinhalter. Das lässt sich auch sehr einfach einschieben. Es so, ja, wackelt ein bisschen, aber ich glaube, das sitzt sehr fest. Ja. So, und das Gleiche könnten wir jetzt hier auf der anderen Seite montieren. Ja, und auch hier hast du wirklich einen sehr, sehr starken Widerstand, was es natürlich auch haben muss. Auch die Halterung für die Boxbirne kommt hier unten rein. So. Und ja, hier hast du direkt die Hydraulik. Und hier vorne hast du eine Vorrichtung, über die du die Boxbirne aufpumpen kannst. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich sie verwenden werde, aber die ist ja laut Kingsmith auch eher für die Kinder gedacht. Aber schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. So, nicht, dass sie platzt. Ja, ist schon ordentlich. Damit ist das erste Workout beendet. So, wichtig, auch hier habt ihr eine kleine Schutzkappe. Die könnt ihr auch ganz einfach abziehen. Und dann könnt ihr es in die Vorrichtung drehen. So, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ja, schwingt auf jeden Fall ganz ordentlich. So. Die hält auf jeden Fall gut was aus, das merkt man schon. Und ich glaube, für Kids ist das wirklich ein cooles Trainingsgerät. So, hier hinten können wir die Rückenlehne hochklappen. Die entrastet hier. So, und dann haben wir hier noch das ganze Innenleben. So, machen wir erstmal die Schutzfolie ab. Und dann zeige ich euch das mal ein bisschen genauer. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Rückenlehne zu fixieren. Dafür haben wir 2 Einrastmöglichkeiten. Du merkst, steht dann auch fest. Und wenn wir es lösen wollen, müssen wir es ein bisschen nach vorne drücken. Dann ziehen wir die Rückenlehne nach hinten und können sie in der Position auch noch einrasten lassen. Genau, die nächstmögliche wäre dann wieder die Liegeposition. Aber die wollen wir jetzt nicht. Der Stab wird dann hier im Prinzip zwischen den 2 Zugseilen fixiert und dann ist er auch relativ fest. Hier oben haben wir jetzt die Möglichkeit, bis 135 Grad den Seilzugarm rauszuholen. So, den können wir jetzt hier beliebig, ja nicht beliebig, in vorgegebene Position führen. Einmal hier in 90 Grad, dann 135 Grad, das ist das Maximum. Und einmal in 45 Grad. Genau, die Punkte sind auch hier auf der Scheibe noch markiert. Ja, da kann man dann nichts falsch machen. Er rastet dann hier automatisch ein. Genau, und ist dann fixiert. Das können wir hier auf der anderen Seite genauso machen. Dann haben wir hier unsere Seilzugvorrichtung. Ich bin jetzt natürlich hier ein bisschen zu nah an der Wand. Aber das sieht schon alles sehr hochwertig und stabil aus. Ein Riesenvorteil für den Alltag ist, dass er hier auf dieser Seite 2 Transportrollen hat und auch auf der anderen Seite. So können wir die Bank einfach leicht von dieser Seite anheben und können sie durch den Raum ziehen. So, es sind keine Riesenrollen, aber es reicht, um
die Bank innerhalb eines Raumes von A nach B zu bewegen. So, das könnt ihr von dieser Seite machen, aber auch von dieser Seite. Die Bank hat zusammengeklappt die Maße 117 x 34 x 41,5 cm und wiegt 27 Kilo. Sie darf dazu mit maximal 150 Kilogramm belastet werden. So, für die Zugstange haben wir zwei Arten von Widerstandsbändern. Die können wir dann einfach hier einklipsen. Dann haben wir hier auf der Seite einmal die Vorrichtung. Die haken wir genauso ein und nehmen noch das andere Seil. Machen es hier genauso. Hier haben wir die zwei Vorrichtungspunkte, aber auch genauso auf der anderen Seite. Da könnt ihr euch auch eure Lieblingsseite aussuchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Bank abhebt oder stehen bleibt. Ja, also sie bewegt sich auf jeden Fall nicht. Das war erst meine Befürchtung. Aber man kann hier gut ganz normale Bizepsübungen machen. Das Schöne ist auch, dass sich hier die Stange im Prinzip mitdreht. Ihr könnt sie durchdrehen. Und hier habt ihr diesen Durchlauf, so dass ihr in keine komische Handposition kommt oder gezwungen werdet. Das funktioniert sehr gut. Jetzt testen wir mal die anderen. So, hier sehen wir natürlich, haben wir dementsprechend eine höhere Spannung. Das entspricht 16 Kilogramm Zuggewicht. So, dann testen wir mal, ob es das schafft. Ja, das ist nämlich das, was ich befürchtet habe. Die Bank hebt ab. Die Spannung ist hier zu stark. Das ist natürlich suboptimal. Das heißt, wenn wir mit dem höheren Zuggewicht trainieren, müssen wir im Prinzip einmal ein Knie als Gegengewicht draufsetzen. Ja. Und dann haben wir hier auch schon die maximale Spannung erreicht. Aber wie gesagt, so kannst du die Bank nur nach oben ziehen und hier kannst du nur einen VIP-Workout ziehen. Ja, da muss man natürlich auch auf die Füße aufpassen. Es gibt schon ein paar Möglichkeiten, die Stange zu integrieren, gerade mit den starken Zugbändern. Ja, man kann es auch hier im Sitzen so ein paar Bizeps-Curls machen. Hier hat man auf jeden Fall ordentlich Zug drauf. Ja, genau. So, jetzt möchte ich den Seilzug testen und dafür müssen wir uns das Innenleben noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar haben wir hier jeweils zwei Zugbänder. Das eine hat einen Widerstand von 20 Kilo und das hat einen von 10. Ja, die können wir je nach Trainingsintensität können wir die einstellen, beziehungsweise hier dann einfach raushängen. So, und dann haben wir nur noch die 10 Kilo Widerstand aktiv auf dem linken Arm in dem Fall. So, und wenn wir jetzt hier an unserem Zugseil ziehen, sehen wir, dass sich der linke Teil nach oben zieht. Wenn wir diese Seite eben mehr beanspruchen wollen, können wir dann entweder das Zugseil austauschen oder eben dazu darauf packen. So, für den ersten Test nehme ich jetzt erstmal die 20 Kilo Zugbänder raus. Ihr könnt dann einfach hier abklipsen und dann schauen wir mal. So, und wie eben schon gezeigt, können wir hier einmal den Knopf rausziehen und dann loslassen, um den Arm einzurasten. Und dann haben wir hier unsere Handgriffe, die wir dann einfach an den Arm dran montieren können. Hier diese Rollen lassen sich um 360 Grad drehen. Das heißt, die passen sich dann auch deinen Trainingsbewegungen an. Das ist natürlich auch nochmal gut für die Ergonomie beim Training, dass du dann nicht in irgendeine komische Position gerätst. Und dann schauen wir mal, das ist jetzt eher für die untere Brust. Okay, das ist auch jetzt schon sehr leicht, muss ich sagen. Okay, gehen wir mal eine Stufe höher. Auf 90 Grad. Und auch hier rasten sie wieder sehr gut ein, sind auch dementsprechend gut fixiert. Also beim Training mag ich es wirklich mit Seilzügen zu trainieren. Ich habe jetzt sehr lange Pause gemacht, aber es wird Zeit, den Körper mal wieder ein bisschen zu beanspruchen, weil wir sonst einfach nur verfallen. Und dem wollen wir ja ein bisschen entgegenwirken. Das funktioniert sehr gut. Dann schauen wir noch in die letzte Position. Ja, also hier ist das Maximum erreicht. Ich denke mal,
Die wichtigste Stufe ist beim Brusttraining definitiv die bei 90 Grad. So, ich erhöhe jetzt einmal die Zugkraft auf 20 Kilo. So, los geht's. Ja, das ist schon eher mein Trainingsgewicht. Hier kann man auch ein super Slow-Training durchführen, also ganz langsames Training. Und hier triffst du auch nicht das maximale Limit des Seilzugs, deshalb kannst du auf dieser Stufe perfekt trainieren. Ja, man spürt es auf jeden Fall ordentlich in der Brust. Und man kann dann auch ein bisschen kreativ werden, was die Übungen angeht. Muss man einfach wirklich schauen, was einem am besten zusagt. So, dann teste ich jetzt auch nochmal die 30 Kilogramm, um ungefähr einzuschätzen, für wen das geeignet ist. So, jetzt haben wir die 30 Kilo auf beiden Seiten. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ein sehr ordentliches Gewicht. Also mit 30 Kilo pro Seite haben auf jeden Fall auch stärkere Personen noch ihren Spaß. Ich denke mal, für Bodybuilder ist das zu wenig, aber um da ein bisschen im Homeoffice oder im Büro zu trainieren oder generell zu Hause, ist das echt nicht verkehrt. Die vordere Seite hier lässt sich leider nicht öffnen. Das hätte sich vielleicht noch angeboten, um hier so einen kleinen Stauraum einzubauen, um Dinge wie hier diese Griffe zu verstauen oder ähnliches. So, aber da wir hier auch noch Halter haben, können wir die auch einfach hier anstatt der Hanteln aufhängen und dann sind die auch ganz gut verstaut. Der Balancearm ist auch ein super Zubehörteil, weil du dort während der Übungen sehr angenehm deine Beine oder Füße fixieren kannst. Die Polster sind dabei sehr angenehm. Hier zeige ich dir eine Beispielübung für den unteren Rücken. Und hier ist noch ein Beispielvideo einer Bauchübung aus der KS Fit App. Hier habe ich dann auch gesehen, dass die meisten Teile direkt an der Bank gelagert werden können. Genau, für einen Bauchworkout ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Und man kann es wirklich sehr schnell ab- und anmontieren und dann ja, seine Übungen machen. Das war gerade nur eins von vielen Anwendungsvideos aus der KS Fit App. Diese kannst du dir für Android und iOS runterladen und dir Inspiration für dein Workout suchen. Dabei kannst du oben nach der Zielmuskulatur und den Zubehöranforderungen filtern. Kommen wir zu meinem Fazit. Insgesamt ist die Bank sehr hochwertig verarbeitet, stabil und passt super in mein Büro. Ich trainiere jetzt seit 5 Tagen regelmäßig und lasse sie einfach aufgeklappt, wenn es sich anbietet. Dann lädt sie automatisch zum Training ein. Mein Lieblingsfeature ist der integrierte Seilzug, der so platzsparend und innovativ verbaut ist. Das habe ich so noch nicht gesehen und ich lieb's jetzt schon. Aktuell darf ich dir noch einen 160 Euro Rabatt anbieten, der automatisch aktiviert wird, wenn du dem Link in der Videobeschreibung folgst und du die Trainingsbank in den Warenkorb legst. Wenn du Fragen zum Produkt hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Alles Gute!